Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist. Diese wird natürlich gehegt und gepflegt von Michael Schröder vom Anlegermagazin, der Aktionär. Hallo, Michael. Grüß dich. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich hast du ja in der Regel ein ziemlich gutes Händchen, was die Auswahl deiner Nebenwerte angeht. Bei GFT Technologies ist die Rechnung zuletzt nicht so gut aufgegangen, bist ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, wie man allerdings sieht. Die meisten Anleger von GFT Technologies haben ein bisschen verschnupft auf die Prognose reagiert. Dabei ist sie doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja, aber wir wissen ja, eine Börse, sie ist schlechter als erwartet. Und ja, es war der temporäre Griff ins Klo. Man sieht es hier sehr schön nach den Zahlen. Zahlen für 2016 waren gut. Ja. Die angehobenen bzw. gesenkten Prognosen erreicht, übertroffen. Aber es ist schon angesprochen, der Makel. Das Problem war hier der Ausblick auf 2017. Hier hat das Unternehmen aus meiner Sicht recht tief gestapelt. EBITDA bei 48,5 Millionen. Analysten hatten ja auch Werte jenseits der 50 Millionen Marke erwartet. Aber man muss immer noch sagen, das Unternehmen wächst. Umsatzseitig die Prognose plus 6% Umsatzwachstum für dieses Jahr. Letztes Jahr, okay, waren 12%. Aber ich sag mal, das ist alles sehr konservativ. Wir belasten immer noch die Ungewissheiten aus dem Brexit. Über 30% der Umsätze generiert GFT in Großbritannien. Und dann gibt es ja die berühmte Zurückhaltung im Investmentbankbereich. Und daher hat der Vorstand jetzt hier entschieden, ein bisschen, aus meiner Sicht ein bisschen konservativer zu prognostizieren. Die mittelfristige Prognose wurde bestätigt, da hat sich nichts geändert. Aber man sieht halt hier, wir haben einen derben Einbruch gesehen im Chart. Ist das Doch. eine übertriebene Reaktion oder jetzt vor allem im Hinblick auf Ja, Brexit dann es doch ist, ich sag mal, gerechtfertigt? kurzfristig muss man nicht unbedingt damit berechnen, dass man direkt wieder hier nach oben Ich gehe mal einen rauszieht. Chart weiter, Aber dann haben wir genau mal im länger. Jahreschart sieht man schon, wir laufen jetzt hier im Bereich der bisherigen Tiefstände ein. Also dieser Bereich 16, 17, 18 Euro. Ich denke mal, hier wird sich die Aktie auch einpendeln, weil, wie gesagt, das Unternehmen wächst und es verdient Geld. Es ist jetzt ein erneuter Rücksetzer, aber ich denke mal, das Vertrauen wird zurückkehren und es ist dann nur eine Frage von Wochen und Monaten vielleicht, dass wir hier wieder nach oben drehen. Natürlich ist die Enttäuschung groß bei mir auch. Wir haben die Aktie auch hier beim Aktionär im Realdepot, aber nicht verkauft, weil wir eben hier tatsächlich auf etwas längere Sicht mit einer Erholung rechnen und nicht damit rechnen, dass es hier noch weiter deutlich nach unten geht. Analystenkursziele, die Analysten haben natürlich auch ihre Prognosen ein wenig heruntergenommen. Analystenkursziele liegen immer noch im Bereich oberhalb der 20-Euro-Marke, zwischen 20 und 24 Euro. Also man sieht, Potenzial ist durchaus noch vorhanden. Bleibt also weiterhin auf der Watchlist. Ja. Also hier sieht man ganz gut, liebe Zuschauer, was passiert, wenn die Prognose nicht ganz so stimmt, wie es besser laufen sollte oder könnte. Sieht man ganz schön beim Papier von Verbio. Da haben die Zahlen gestimmt, die Prognose hat gestimmt. Bioethanol-Futures liegen auch noch ganz gut. Also eigentlich gibt es hier gar nichts zu mäkeln, oder? Ah, die liegen nicht nur ganz gut, die wachsen, die steigen, die steigen, die steigen, die steigen und die steigen. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass hier sich irgendjemand mal hingestellt hat mit einer Luftpumpe und ordentlich durchgedrückt hat. Wer Vielleicht würde denn irgendein, sowas machen? ja, vielleicht möglicherweise ein etwas, ich will nicht sagen frustrierter Edelmetallkollege, aber Spaß beiseite. Man sieht hier wunderbarer Aufwärtstrend bei Verbio. Wir konsolidieren jetzt hier. Trend ist noch intakt, also hier sowohl im 6-Monats- als auch im Jahreschart. Ich habe es einfach nur noch mal mitgebracht, weil wir ja natürlich hier auch den einen oder anderen schönen Chart, Ich den gehe hier bullischen Chart, gerne trotzdem gleich weitergehen, mal jawohl, weiter. bullischen Chart sehen, dass wir hier tatsächlich weiter nach oben laufen können. Kleinere Korrekturen, habe ich in den letzten Sendungen schon gesagt, muss man mit berücksichtigen. Aber Kursziel 15 Euro für die Verbio-Aktie ins Frühjahr hinein steht aus unserer Sicht weiterhin. Du bist auch der Meinung, dass wahrscheinlich die Prognose sogar nochmal nachgebessert werden könnte, oder? Ja, wenn man jetzt so mal mit dem Taschenrechner, mein Kollege, der sich sehr eng mit dem Thema beschäftigt, ist nicht der Rohstoffexperte mit der Luftpumpe, nein, hat hier mal nachgerechnet und wir gehen davon aus oder sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier ins Frühjahr hinein, nicht morgen, nicht übermorgen, tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt werden muss. Wir bleiben beim Thema Ausblick. Adva Optical hat auch einen Ausblick geliefert. Bei Adva Optical ist man ja immer ein bisschen im begrenzten Zeithorizont. Man schaut immer nur auf ein Genau. Quartal. Und für das Q1 ist der Ausblick auch sehr gut und die Anleger honorieren sowas ja Ja, sofort. man sieht hier sehr schön in dem Chart, die Anleger einmal kritisieren sie. Hier im Oktober, im Herbst haben wir Zahlen gesehen, die waren nicht so gut wie erwartet. Zack, ging es derbe nach unten. Wir haben die Position auch im Realdepot. Wir haben sie weiter behalten, haben auf einem verbilligten Niveau sogar zugekauft. Und man sieht jetzt mit dem etwas freundlicheren
freundlichen Ausblick auf das laufende Q1 sehen wir hier tatsächlich ein schönes Comeback der Aktie, haben nach den Zahlen hier tatsächlich weiter den Vorwärtsgang drin. Jetzt, wenn wir einmal weiterklicken, ist natürlich jetzt schwierig. Wir kommen jetzt von 6, 7 Euro, sind jetzt im Bereich 10 Euro angekommen. Man sieht hier die nächsten Widerstände, haben wir mal im Bereich 10,50 und dann hier die 10,78. Es wird ein bisschen holpriger. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in dieser Dynamik weiter nach oben gehen. Wir müssen jetzt hier auch mal eine Konsolidierungsphase einplanen, aber die Aktie sollte sich auf Sicht ins Frühjahr hinein tatsächlich im zweistelligen Kursbereich halten können. Also hier kann man einen Rücksetzer abwarten zum Einstieg und erstmal weiter beobachten. Wir machen weiter mit der Aktie von Sixt. Sixt hat jetzt unlängst mit der Meldung für Aufsehen gesorgt, dass man gemeinsam mit 1&1 so eine Art Leasing oder Flatrate-Leasing für Autos irgendwie anbieten will. Oder wie ist das zu verstehen? Das muss man sich jetzt im Moment noch gar nicht so detailliert anschauen. Sixt probiert verschiedene Dinge, neuen Medien etc. Mit einzubeziehen in ihr Geschäft. Die machen also ihre Hausaufgaben, aber das Entscheidende ist das Vermietgeschäft. Und das zweite Entscheidende ist die Internationalisierung, soll heißen, der Sprung nach Amerika. Wir haben in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, das ist der Markt mit Wachstumspotenzial. Und bisher hatte man den Eindruck, dass Sixt da den Fuß durchaus ganz gut in die Tür bekommen hat. Wir haben jetzt hier auch einen kurzen, leichten Rücksetzer, aber jetzt zieht die Aktie nach oben raus im Vorfeld der Zahlen. Übernächste Woche, Mitte März, haben wir hier den Geschäftsbericht und den Ausblick. Wir wissen, Erich Sixt, der Konzernlenker, wird wieder sehr konservativ prognostizieren, aber sein Vorteil ist, in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren, er hat halt auch immer geliefert. Deswegen gehen wir davon aus, dass diese Aufwärtsbewegung jetzt hier tatsächlich weitergeht und dass die Aktie in den nächsten nächsten Wochen, also hier den Bereich um 52 Euro ansteuern kann, und dann wird man mal sehen, welchen Ausblick der Konzern liefert. Hier vielleicht als kleine Randnotiz, Warburg Research beispielsweise, das jüngste Upgrade nach Zahlen des Wettbewerbers, hat die Kurszieleinschätzung hier mit 61 Euro bestätigt. Also man sieht aus deren Sicht und auch aus meiner noch weiteres Potenzial nach oben. Das heißt also, so kurz vor den Zahlen, am 15. März wird es dir geben, schon mal eine erste Position im Realdepot hier unten schon eine Position eingegangen. Vielleicht müssen wir haben die sogar schon nochmal ausgebaut. Aber ich sag mal, an der Börse sagt man gerne hier spekulativ kaufen vor den Zahlen, Trading-Position. Aber eben auch langfristig Sixt aus meiner Sicht durchaus ein Investment wert. Wir haben die Sendung mit einem Einbruch begonnen. Wir wollen sie mit einem Ausbruch abschließen, weil wir Ihnen natürlich was Schönes mit auf den Weg geben wollen. Liebe Zuschauer, die Aktie von Freenet ist hier unlängst schön ausgebrochen nach oben hin. Ja. Zahlen waren gut, Gewinn gesteigert, also den Betriebsgewinn. Mhm. Der Gewinn selbst ist ein bisschen aufgrund von Abschreibungen zurückgegangen, aber man hat die Dividende erhöht, Umsatz auch gesteigert. Wie fällt dein Fazit jetzt zu diesen Zahlen? Gemenge aus. Wir sind im Realdepot mit einer neuen Trading-Position zum Wochenbeginn bei 28,75 Euro eingestiegen. Das alleine, sag ich mal, reicht als Fazit. 5,5% Dividendenrendite. Und du hast es gesagt, Dividende wird nochmal leicht erhöht. Hier charttechnisch im Dezember haben wir uns schön von den Tiefständen lösen können, konsolidiert, und jetzt geht es hier tatsächlich weiter nach oben raus. Analystenkursziele liegen im Bereich 31, 33 Euro. Entscheidend ist, wir sehen jetzt hier noch vorläufige Zahlen. Ich glaube, in der kommenden Woche, entscheidend ist der 12. April. Da gibt es den Capital Markets Day, und da wird der Vorstand nochmal intensiv das TV- und Mediengeschäft, das neue Geschäft vorstellen. Das ist halt der Trigger bei Freenet im Mobilfunk. Bereich kaum noch Wachstum möglich, aber Freenet hat sich halt hier rechtzeitig schon ein neues Geschäftsfeld aufgebaut und entsprechende Unternehmen zugekauft, und diese Fantasie hat man jetzt mit den ersten Zahlen für 2016 schon gesehen. Diese Fantasie, die birgt neue Wachstumsimpulse, und das wird der Vorstand, wie gesagt, Anfang April nochmal intensiv erklären, einen neuen Ausblick geben, und das sollte aus meiner Sicht der Aktie nochmal richtig Schwung geben, dass wir hier tatsächlich nachhaltig über die 30 Euro Marke und mehr hinausgehen, weil dieses Thema hat der Markt bisher unterschätzt, und da liegt die große Fantasie für Freenet. Das heißt auch hier spekulativ vor dieser Verkündung einsteigen. Richtig. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Michael Schröder, für die kleine Zusammenfassung, für die Einblicke hier in die Nebenwerte. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren, und bis nächste Woche.